Yo, 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 Sweeties, das ist die Vollversion. Ich habe jetzt leider keine Ahnung, wie ihr auf das Video gekommen seid, ob über die Kurzfassung, also Survivor Games 10 Kurzfassung, oder einfach blind draufgeklickt habt. Für jene, die einfach draufgeklickt haben und denen das vielleicht zu lang ist, guckt mal hier auf das Bild, da gibt es eine kürzere Fassung von. Ansonsten, alle, die bewusst hier sind, euch wünsche ich jetzt viel Spaß bei diesem Kaffeekränzchen. Genau, wir waren ja Team Kaffeekränzchen, jetzt musste ich gerade überlegen. Und ich weiß gar nicht, warum wünscht man sich so was, verdammte Scheiße. Aber mal gucken. Ich mach's mal noch ein bisschen spannender, liebe Leute. Denn wer sich den Scheiß hier wirklich von vorne bis hinten geht, wird Zahlen finden. Tatsächlich. Ich habe Zahlen versteckt in diesem Video. Und wer alle Zahlen zusammenträgt, bekommt einen Zahlencode. Wie lang der ist oder was er bedeutet, werde ich euch nicht sagen. Nur jener, der es komplett geknackt hat, der bekommt von mir eine Antwort unten in den Kommentaren. Und dann werde ich euch sagen, was das Ganze bedeutet. Und insofern drücke ich euch die Daumen, wer sich das jetzt hier echt reinzieht, den ganzen Mist. ja, Daumen drücken und viel Spaß dabei. Ja, kein... Die schwarzen Tabletten fehlen, Junge, wie ist das? Ja, das sieht hammergeil aus, oder? Ich werde beschossen, Achtung! Schüsse, ja, Schüsse. Rechts oben, rechts oben auf dem Berg. Links am Hügel vorbei, links am Hügel. Wir sind ein bisschen abgedriftet. Ja, Mai ist gut geschossen. Ah, hier, das ist Mogi Lefka. Genau. Boah, wir hätten noch weiter links gemusst. Alter, sind wir abgedriftet. Wo lang? Wo lang? Da oben, ja. Sehr alt. Der links oben am Hügel. Der liegt. Und dann genau unter der Kante liegt. Spieler links auf dem Feld. Spieler links. Dann sind wir jetzt aber noch weiter nach Norden, um uns zu umlaufen. Wir sollten weg hier, und zwar schnell. So, liebe Leute, Ankat-Kirche mit Azrael und Kahu. Viel Spaß. Seid ihr noch hier oder seid ihr weiter? Weiter, ja, Kirche. Kirche. Drin. Hier schrecken. Okay. Ja, hier müssen wir erstmal raus. Okay, also ganz still und warten, ja? Ja, okay. Finde ich gut. Und zwei ein. Drei. Gänge. Drei. Hier rechts und geradeaus. Ja, und hinter dir. Oder nicht? Nee, hinter dir nicht. Okay, gut. Ich lade nach. Ja. Braucht noch jemand Schuss? Ein paar wäre nice. Ja. Drei kann ich noch abgeben. Wenn du hast, gern. Pass auf, dann gebe ich meine drei ab und wechsle auf CZ, Leute. Wo seid ihr? Ach, hier. Hier in der Ecke. Hier. Pass auf. Hier liegt sie. Ja, er muss ich, ey. Jetzt bin ich gleich tot. Okay. Nach meiner Rechnung müssten es jetzt noch 7 Gegner sein. Hat da gerade einer eine Flare gezogen? Gut. Im TS sind noch 9. Da läuft eine Flare. Ja, oder? Der ist eine Fackel, glaube ich. Steps links von mir, nee, rechts von mir.
Das Freaky Team ist auf jeden Fall tot. Ist einer von euch? Ist jemand am Essen? Na. Nein, ist jemand anders. Nein. Die Orga sind da. Was machen denn die Orgas hier überhaupt? Warnt uns davor. Kriegen wir schon Panik. Das ist echt so useless, dass ihr hier mit in der PvP-Zone steht und uns mit den Geräuschen ab. Ich will hier raus. Ich fühle mich auch unwohl. Längst Verlagerungskrieg for the win. Ja, aber die Position ist gut, solange die keine Granate hat. Ja, pass mal auf, dann bleib du mal hier sitzen. Nach Elektro. Komm. Komm. Oh nein, ein Plan. Dorfkit weiß ich nicht. Du willst ja was zu essen hier von den Orgas-Schnopf. Spieler links! Spieler links! Rennt jetzt links rum. Fuck. Da hab ich doch richtig gehört eben. One. Deck dich weg. Basler, ich bitte dich, dein rotes Halstuch auszuziehen. Dankeschön. Das heißt, die Orgas müssen gesehen haben. Das heißt, er war das gerade um. Basler, wo bist du das denn hier? Mega angespannt, Alter. Wenn sich was bewegt, da schieße ich. Nach rechts brauchst du nicht gucken, das hat sich... Okay. Okay. Katja, alles gut? Ja, total.
nur mega angespannt. Pinkeln waren wir ja schon. Ich könnte nochmal, ehrlich gesagt. Oh mein Gott. Kollektives auf Toilette gehen? Wenn epische Abgabe wird abgeschlagen. Hallo? Bin noch da. Gegner? Wir verballern unsere Mutter. Hast du noch die Red? Da oben liegt er wieder, direkt hinter der Mauer jetzt. Spottet hier. Nein, die Mauer mit dem wohl linken und rechten Bus. Ja, er guckt direkt über die Mauer rüber, siehst du? Er blutet. Bin nicht sicher, aber könnte an Kante. Ja, irgendwas ist passiert, auf jeden Fall. Schon mal gut. Action. Also ruhig, ja. Erzähl mal einer Witz. 11 Schuss. Ich will das jetzt machen. Pass auf. Ich geh mir gleich einen Kaffee machen, ja. Das können wir machen, ja. Er sagt, weißt du, wie wir das jetzt machen, und dann rennt er weg. Ja, ich habe nichts mehr gehört. Weißt du, wie wir das jetzt machen, und weg war er. Ich habe nichts gehört. Wo ist er denn? Er ist einfach abgehauen. Quatsch. Weggerannt. Ernsthaft? Du bleibst bei mir. Ich hoffe nicht, dass er in meinen Eingang kommt. Wenn hier Bewegung ist, schieße ich. Ist mir egal. Naja. Er geht hoch. Er geht hoch zur Mauer. Ich sehe ihn. Welche Mauer? Welche Mauer denn überhaupt? Ist er denn drauf? Tatsächlich. Da oben. Okay, der Typ ist wohl abgehauen. Ich habe keine Ahnung. Hier aus gesehen, rechts. Rechts den Hügel hoch. Okay. Ja, ja. Down oder nicht? Nicht mehr da. Weiß ich nicht. Das ist das zweite Mal die Leiche nicht. Kommst du jetzt rein? Ja, ja, ist schon drin. Okay. Das machen die Organisatoren. Die verstecken die Leichen gleich. Jetzt habe aber auch keinen Timeout, ne? Aber gehittet bin ich mir relativ sicher. Also ich bin auf jeden Fall gehittet. Nächstes Mal bitte zu Ende reden und dann loslaufen, okay? Oh ja, gut, die Idee. Das war überraschend. Das war mega überraschend. Ich brauche nur einen Kaffee, verdammte Kacke. Ich weiß jetzt nicht, wo wir sind, ne? Hoffen, dass wir keine Hand kriegen. Dann, jetzt müssten wir wieder zu der Position laufen, wo wir ganz am Anfang waren, wo wir schießen können, von da unten sind. Also die, wo wir noch die zwei Leute getroffen, gesehen haben, weißt du, wo ich meine? Rechts von uns war. Ja. Er würde uns jetzt zumindest einen Plan machen, oder sind die überhaupt noch fünf von drin außer hier? Ich weiß es gar nicht. Doch, viel zu viele. Geduldig sein.
Außenrum sitzen noch einige. Nein, ich meine, ich glaube, sind das letzte. Nee, glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Weiß nicht. Schau doch mal. Wie schön, dass wir da kein Heal draus machen, ne? Alle außenrum, hallo! Deswegen sage ich ja auch, es sind keine Teams mehr. Du müsst doch kommunizieren. Oder wir sind in einem anderen TS und Bescheid. Nee, das glaube ich nicht. Nee, Mann, wir sind einfach nur Lavataschen, das ist es. Genau so, wir können einfach nicht die Fresse halten. So sieht's aus. Es müsste Flüstern geben in meinem im Game, ne? So 10 Meter Radio. Ja. Gibt es, musst du doppelt klicken. Genau. Nicht schießen, Katja. Nee, solange du nicht vor meinem Visier läufst, alles gut. Ich glaube, auf jeden Fall noch eine Flairpass davon. Ich habe mal was viel Helleres als die Flair. Soll ich mal? Oh Gott, ja. So ein Flashback. Kannst du mir Orgas werfen. Ja, logisch. Dachte ich mir so in die Richtung. Ganz schön eingefunkert. Ja. Siehst ja gar nicht. Ey, du schubst. Ja, jetzt sehe ich gleich wirklich nichts mehr. Danke. Wie er mich hier wegschiebt. Worauf willst du denn von hier schieben? Das wirst du dann sehen, wenn ich jemanden treffe. Ich will hier raus. Irgendjemand sneakt doch hier um das Gebäude rum, oder? Ich höre das doch. Nee, das sind wir beide hier, glaube ich. Ihr seid aber nicht rechts von mir. Also rechts eingestürzte Mauer. Da ist jemand am Schleichen. Orga, bitte melden. Falls ihr das seid. Nee, rechts von dir nicht, nee. Ja, deswegen. Da, wo dieser komische Kohlehaufen ist. Was ist das? Rauchgranate, oder? Ja, in schwarz. What the fuck? Um Gottes Willen, bitte nicht. So viel man da durchgucken kann, durch die Nacht. Okay, hast recht, Katja, jetzt habe ich das auch gehört.
Alter, ich bin so mega angespannt, Leute. Ich will hier endlich raus. Jetzt alle auf Tag warten, weißt du? Um zu sehen, wer in welchem Busch sitzt beim Ransnicken. Na, das eigentlich Lustige ist, wenn man durch die SKS schaut, gezielt, dann hat man manchmal Smiley. Diese Bogen unten und die zwei Punkte, weißt du? Das ist ein Smiley. Hä? Ich verstehe es auch gerade nicht. Ich habe eine andere Waffe in der Hand. Ach, du meinst mit der Scope, ne? Ja, wenn du mit der S... Ja. Ja, fünf Meilen. So ein Halbkreisstrich, der Mund und dann links, rechts das Auge. Mhm. Ja, aber sonst geht's hier ganz gut, ne? Ja. Konzentrier dich mal auf was anderes. Jetzt sehe ich das Grinsen auch die ganze Zeit. Na toll. Na toll. Na, wenigstens was Fröhliches hier in der Ruine. Welches Sonnenaufgang? Ich würde echt gern woanders hin, ne? Ja, aber wohin willst du? Rein theoretisch, wenn wir das hier, ne? Sollen die sich da außen erstmal die Köpfe einschlagen? Halt nur den Kopf nicht so weit ja, raus. Ja, aber wenn so ein... Ja, pass auf, aber dann kommt in 5 Minuten um 12 Kumanase und schreit, alle müssen jetzt in die Kirche laufen. Ja, dann wird rasiert. Ist doch okay. Wir haben doch Rasierer dabei. Ja, dann sind wir zuerst. Meinst du? Ah ja, natürlich, wir sind natürlich die Ersten. Ja, das schon, aber wir werden nicht die Ersten sein, die fallen. Hoffe ich. Ja, du bist jetzt voll. Schüsse. Ne? Schüsse nach Norden. Links AKM 300 Meter. Ja, würde ich auch sagen, ungefähr. Obwohl Norden ist eine gute Idee. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich ziele. Wird schon passen. Ja, ich weiß gerade auch nicht. Hui. Ja, sollen sie kämpfen. Ob die SVD noch im Spiel ist oder ob die mittlerweile irgendwo auf dem Feld vergammelt? Hättest du schon mal gehört. Ich weiß es nicht, kannst du ja echt nicht sagen. Auf jeden Fall macht's mega Spaß hier heute. Mhm. Oder? Ja, also wer jetzt was gewinnt, wer jetzt gewinnt, ist ja so nein. Also allein hätte ich den Klops in der Büchse. Was hättest du? Ein Klops in der Büchse. Ja, Nacht und der Ruine. Noch. Leute, 5 Gegner noch. Wir 3 und dann noch 5 Gegner. Okay, dann würde ich sagen, jetzt halten wir mal die Klappe hier drin, oder? Klingt nach Plan. Na. Ich schieße auf alles, was rein will. Egal. Also geht bitte nicht raus und kommt wieder rein. Ja, dann wird es im echten Leben nicht so machen. Ach, passt. Ja, ich hab Bock auf die Red 9. Ich hab Bock auf die Red 9 drin. Ich hab die hier, willst du haben? Ja, ich komme auch rüber gekrabbelt. Aber ich habe keine Munition, ne? Aber ich... Liegt hier. Jetzt fangen sie noch an zu experimentieren. Leute, schlag zu! Was, wieso? Ach, nur so. Ach, mir ist gerade so. Schritte rechts. Schritte links? Ach nee, das wart ihr. Ich trinke. Ich trinke was. Okay. Check.
Ich ist voll nice, lässt sich von 50 bis auf 300 Meter einstellen. Lieber. Jo. Schubsi. Ich hab ein Ziel vor der Linse. Moin. Das wollte ich nur T-Bag. Achso, okay. Hey, müssen wir eigentlich erst zum Checkpoint hin? Nee, ne? Das wäre ja mal mega schlecht. Das wäre mega scheiße. Nein, ich glaube nicht. Fällt mir gerade mal so ein. Nein, es ist Endzone. Ja, kannst ja mal schauen gehen. Ich weiß ja, wo die Fackeln. Es wird hell. Oder nicht? Langsam aber sicher, ja. Ich meine, es wäre ja ein Widerspruch in sich, wenn hier jetzt nur noch ein Checkpoint wäre. Ein Checkpoint ist Safe Zone. Und das kann nicht zeitgleich Click Zone sein. Ja, jetzt mal ernsthaft. Nee, das funktioniert nicht. Ich glaube, wir machen alles richtig. Das wäre gut. Hallo Überlebende, ihr habt jetzt noch eine halbe Stunde Zeit und danach beginnt der Showdown. Bereitet euch darauf vor. Viel Erfolg. Was? Bei mir läuft schon seit einer halben Stunde der Showdown. Ja, ich wollte gerade sagen, frag mal meine Platte. Die sagt auch Showdown. Alter, kommt mal ran hier auf den Meter, Leute. Soll ich mal mir schnell einen Kaffee? Really? Nicht dein Ernst? Doch. Oh, hopp, hopp. Wenn er seinen PC neben der Kaffeemaschine aufgebaut hat, kann natürlich sein, ne? Hallo? Hört ihr mich? Ja. Okay, ich hab den irgendwie... Kein Kaffee mehr. Nicht weg. Ja, bitte Kaffee in. Oh Gott, mir wird bald der Arm lahm. Verdammte Scheiße. Vor allem dieser Tunnelblick. Den habe ich auch gerade mit dem Fan. Ja, das ist gerade Verbindungsprobleme, ne, Karu? Ja. PS sitzt nämlich oben in der Eingangshalle, sehe ich gerade.
Ja, bitte. Dann du da. So, und ab jetzt gefällt mir das Spiel nicht mehr. Bei mir ist alles gut, ja. Hört ihr mich? Jo. Ja. Okay. Ja, jetzt sieht es ja aber nicht mehr so chillig aus im Helm. Nee, mach mal jemand dunkel bitte. Licht aus. Nee, wir sind hier gut positioniert. Gerade weil er sagt, es kommt ein Showdown. Wir sollten hier nicht mehr weg. Richtig. Oh no. Jetzt. Okay. Wie sieht es bei euch mit dem Status mal aus? Bis jetzt keine Meldung. Alles schick. Alles schick. Ja, ich bin hydrated und bei Essen gar kein. Ja, ich bin hungrig, aber ich habe noch ein paar Smarties dabei. Also wenn man sich nicht bewegt, verbraucht man ja zu bekommen. Ich meine mal einen kurzen Cut. Pass auf mich auf. Ja, ja, mach das. Ist geil. Wie da. Schuss auf. Jupp. Von links. Aufpassen. Und? Muss er höher gelegen werden sein. Da musst du richtig mal aufpassen. Durch den Haupteingang kam der rein, ne? Oder? Ja, genau. Ja. Der geht nicht besonders weit hoch, also muss der ganz nah sein. Dann war das nur auf gut Glück, glaube ich, ne? Wir sind da mit der Wand eingeschlagen. Vom Winkel her, wie man hier auch reinschießen kann. Ja, Winkel her gerade raus, direkt aus dem Haupteingang. Geht gar nicht anders. Kann die überlegen auch schon, wie sie hier reinkommt. Ihr Ficker. So unser Platz. Lust zurückzuschießen. Ich denke mal, das kam von der Ruine gegenüberliegend, die wir als erstes durchsucht haben. Von einer der Mauern. Erhöhte Position und dann rein. Mal bitte, habe ich ja noch. So, dann wirst du so auch wissen, wo wir sind, ne?
Bitte denk daran, dass Granaten nicht erlaubt sind. Okay. Gut für uns, ja, genau. Und deine Beine hängen in den Boden rein. Das muss so. Das ist Schutz. Die brauche ich noch zum Weglaufen im schlimmsten Fall. Also wir sind alle hier unten, weil Organisatoren stehen oben an der Mauer, wo vorhin einer war. Deswegen vermute ich, dass alle jetzt hier unten drin sind. Was? Das sind 5 Leute außer uns. Das kann aber niemals ein 5er-Team sein. Also können da nicht alle sein. Folglich. Also oben an der Mauer, wo du hingelaufen bist, weißt du? Vor 10 Minuten. Da stehen Organisatoren jetzt. Ja. Ah? Das heißt, sie sind vor uns im Rücken, ja? Bösen Order. Wink doch mal. Ich seh sie grad nicht. Nee, lieber nicht. Ah, da. Ich hab auch mal geholt. Ja, Fakt ist, mindestens einer will hier rein zu uns. Mehr wissen wir aber auch nicht mehr. Fakt ist, 5 wollen hier rein. Vor uns ist direkt eine Mauer beim Haupttor. Ich vermute mal, dass von da geschossen wurde. Direkt vor uns. Ist eine Mauer. Ja, ihr könnt mir theoretisch umlaufen. Das Problem ist, wir hören uns wahrscheinlich. Bist du? Abwechslungsmanöver starten. Ich schieße und du läufst rum. Ja, ich habe eben schon mal geguckt, aber... Müsste sein, ne? Wo? Wo? Die SVD, meine ich. Wo? Das ist keine SVD. Das war Schalldämpfer irgendwas. Nee. Stimmt. Das ist AK Schalldämpfer. Stimmt, stimmt. Aber es kam von rechts der Schuss, meine ich. Aber kam da aus der Ruine da, ja. Ja, 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 rechts von uns kam das. Auf die Kirche wo? Zu. Wo? Rechts? Ja, ja, rechts hier. Wo die Sonne steht, aus der Richtung. Auf die Kirche. Ich habe aber den Schalldämpfer gehört. Den hört man 50 Meter ungefähr. Ich habe auch den Schuss gehört. Rechts von mir. Ja, ja. Schuss ist irrelevant. Wenn wir den Schalldämpfer hören, ist er... Na, wahrscheinlich derselbe, der umläuft. Der spielt mit uns. Kann sein. Meint die Orgas hören uns da oben? Nee. Keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht wo. Ich will meine Position nicht verlassen. Nee, ne? Bin im Prinzip genau da, wo du hinguckst. Hügel hoch, so, 100 okay. Meter, 150. Okay. Schon wieder Schüsse, aber die sind nicht für uns. Das ist aber links. Doch, die schlagen gehen links. Die schlagen links ein, aber die Schüsse kommen von rechts. Ja, ja, richtig.
Also irgendwer schießt Richtung Orga dann in dem Fall, aus der Stadt raus.15 Minuten noch bis Showdown. Okay, was machen wir so lange? Wollen wir noch kochen? Ja. Was hast? Oh Mann. Ich hatte noch eine Dose Sardinen. Kaffee habe ich mir schon gemacht. Oh no! Ich habe noch Smarties. Das ist doch was super. Vorsorge? Sorry, das war ich. Ich hab Bandages gesplittet. Ach so, lol. Ich dachte schon mal vorsorglich verbunden. Ich wollte sie wieder bohren haben. Ja. Oh, jetzt bin ich extremely hungry. Oh Mann. Ja, hier wird man ausgehungert, warte mal. Trinkst. Ja, ich trinke was. Warte mal, komm mal zurück. Nimm mal was mit hier für ihn. Da. Du? Retterin in höchster Mitte. Genau. Komm her. Hey, hier. Vielen lieben Dank. Ja. Bitte. Er denkt so, Checkpoint. Wie viel er isst, ne? Brauchen wir mehr als hier. Ihr rettet mich. Ja echt, ne? Wie viel ich hier essen muss, das ist, geht auf keine Kuhhaut, ey. Warst du denn vorher irgendwie lediert, mal angeschossen worden hier oder was? Ne, eigentlich nicht. Ich musste mich, obwohl, hier, vorhin wurde ich ein paar Mal vom Zombie erwischt. Hab zwar nicht geblutet, aber... Okay. Na, das hatte ich am Anfang auch, aber ging eigentlich relativ schnell wieder vorbei. Ja, ditto. Ich hab auch geblutet. Healthy bin ich allerdings nicht mehr geworden. Deswegen, Alter, was würde ich drum geben, in diesem Turm oben sitzen zu können? Im Kirchenturm. Nee, ich nicht. Wäre mir zu offen. Ach, das wäre so nice. Zum Rausschießen, zum Rausgucken. Achso, das ist der First Person, scheiße. Aha. Scheiße. Nö, wir wissen jetzt ja erst, bis der Showdown kommt. Bleibt ja keine andere Wahl. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Ich habe mir am Anfang geschworen. Ich hau das Uncut raus, ne? Uncut. Wir gucken jetzt hier echt dann, sage und schreibe 30, 40 Minuten, wie wir hier in der Kirche sitzen. Wenn das so weitergeht. Mega. Amen. Mach halt zwei Versionen. Ich meine, Uncut kostet sich ja keine Arbeit. Hochladen, fertig. Und dann machst du halt, ja. Wenn du eben cut wolltest, ein bisschen basteln wolltest damit, machst du halt noch eine gekürzte Version, nur mit der Action. Okay, welche Action? Das war ja nicht schön. Mhm. Ja, Mai, so ist das. Wir haben auf jeden Fall einen bestätigten Kill. Bist du zufrieden? Haben wir? Ja, der eine im Busch, da war auch direkt Spieler verlässt den TS-Channel, das hat schon gepasst. Ja, aber du hast die Leiche nicht, oder wir haben die Leiche nicht gesehen, nicht mehr. Passt. Ja, aber wer weiß, vielleicht ist der runtergepackt oder so. Und dann oben auf jeden Fall war angeschossen, ich bin sicher einmal durch gewesen. Ich glaube, ich habe gerade Bewegung an der Ruine drüben gesehen, an der Straße, wo wir zuerst waren. Okay.
Gute ist, hier rechts bei den Orgas wird sich keiner hinstellen. Wir können eigentlich nur links. Ich würde mich da hinstellen. Ich bin auch so abgebrüht. Bitte, was hast du? Ich wäre auch so abgebrüht. Ich würde mich da auch hinstellen. Ja, ne? So optimal. Hat er wieder 10 vor halb 1 ist, ne? Ich hab's dir gesagt, naja, das wird heute eh nicht später, 22 Uhr. Hm, Glückwunsch. Na, hab ich aber auch gedacht, dass das so bis um 10 geht. Höchstens. Wie die da oben stehen und geiern. Schwerstkopf. What? Rechts von uns. Direkt. Direkt rechts neben uns. Schmerzensschrei. Ja. Da rein was du, ne? Nope. Nee. Alter, du hast auch echt Eier aus Stahl, dich da so vorne hinzustellen. Ja, wieso das los? Irgendwie muss ja was passieren, ja, ne? Ja. Stimmt. Ich glaube, mit dir muss ich mal Public spielen. Sind jetzt die restlichen 5 miteinander verbunden, oder was? Ja, glaube ich nicht. Die dürfen auch maximal 3. Stimmt. Da kann man ja rüber gucken. Mhm, hier in der Ecke. Ja, pass auf. Pass auf. Nicht, dass du da noch weggeholt wirst. Wäre schade drum. Ich bin fast nicht mehr runtergekommen. Aber man kann ja echt überall hinsehen, auf die ganzen Ruinen hinter uns. Richtige Position für unseren Kollegen hier. Unser Ramp. Ist aber auch nichts. Oh, schau mal hinten rechts, da kannst du rüber gucken, hinter die Kiste. Kannst du tippen rechts. Aber sei vorsichtig, da kannst du wirklich komplett rüber. Wo genau? Zieh mal hin. Ganz direkt in der Ecke, wo da die Mauer eingestürzt ist. Das ist so ein Kohleberg oder Schuttberg. Noch weiter. Genau. Ja, ich weiß wo. Okay. Super Aussicht. Okay, sehe ich aber auch nicht. Spieler. Was? Spieler? Nee. Einer weg? Wieder einer weg. Ist so viel. Schlafen die friedlich ein oder was? Weil ich höre irgendwie keine Schüsse. Ich auch nicht. Ja, keine Ahnung. Wir haben noch 4 Gegner auf jeden Fall noch. Wir sind schon bald eine Überzahl, ohne einen Schuss abzugeben. Nee, Schüsse haben wir abgegeben. Pass übrigens auf, man kann da über die Mauer rüberlaufen. Das fällt wieder runter, ne? Ah, okay. Da kommst du zur Not raus sogar, auch wenn du die Beine brichst vielleicht. Fünf Minuten ist schon da. Ey, bei mir ist die ganze Zeit schon Showdown. Ehrlich. Ich könnte auch schon wieder pinkeln gehen, ne? Mhm, mir tut schon eine ganze Weile. Wie kann man denn so oft pinkeln? Ist eigentlich ganz einfach. Mhm, machen die Körperfunktion. Kaffee. Kriegt der Gewinner eigentlich was? Ja, den Wanderpokal bis zum nächsten Event. Hm? Ah, was macht man damit so? Wandern. Wandern. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Den versteigere ich dann auf eBay. Klingt nach einem Plan. Hoffentlich bringt er was. Oh, ich sehe.
hier niemand. Das macht mich verrückt. Geduldet dich. Ich bin geschaffen für den Sitzkrieg. Ich auch nicht. In 4 Minuten wissen wir, was Sache. Lass laufen. Sitzkrieg, genau. Aus. Ja, überleg mal, so ging es den Deutschen 4 Jahre lang im Ersten Weltkrieg. Mhm. Liegen ja alle im Graben. Sind sie aber schuld, ne? Warum zetteln sie sowas an? Ja. Weil die hatten Kanonen. Diese. Ich will auch eine Kanone. Jetzt bin ich übrigens endlich mal hungry. Steps? Waren die jetzt von uns die Steps? Keine Ahnung. Links auf jeden Fall. Warum Haupttor. Gucken die hier nur auf die Kirche? Haupttor. Weil die alle um die Kirche. Bist du gerade durch mein Visier gelaufen? Ja, er ist vergessen gelaufen. Mach doch sowas nicht, Alter. Achso, ich war das. Entschuldigung. Ich habe ein winzig kleines Fenster und sehe auf einmal eine Bewegung, ey. Alter. Naja, das heißt, dass ich schon da alle sehen können. Nee, ich will die Ruhe gar nicht haben, du. Und wenn die von da gucken, dann heißt das auch, dass sie nicht in deren Richtung liegen. Das heißt, sie werden hier links und rechts von uns liegen. Das ist wahrscheinlich, aber trotzdem müssen sie die anderen Eingänge nehmen. Ja, ich bin echt gespannt, was da Showdown ist. Alle in die Kirche, pass mal auf. Ja, wahrscheinlich hinter den Admins irgendwas. Alle müssen sich bewegen, alle. Ich würde mich ja opfern, ne? Untersteh dich. Dann warte erstmal ab, was in der Schule. Genau. Vor allem sind das wieder 30 Minuten. Der Showdown wird wahrscheinlich wieder auf die Nacht hinauslaufen, ne? Wie viele sind noch dabei? 4+, ah ne, 5+. 3 oder 4? 4+. 4 noch, außer wir. 4 gegen. Ja. Ich bin immer noch dafür, dass wir uns am Ende weigern, uns gegenseitig zu killen, falls wir gewinnen. Mhm. Ich fange mal sowieso vorher. Das ist gut. Bist du ein Overheating oder so, dass du zu warm angezogen bist? Nee, gar nicht. Okay. Glaube ich. Obwohl das wäre... Ich könnte mal meine Maske ablegen und meine Weste sowieso mal ablegen. Obwohl das wäre Dehydration. Nee, Weste gibt's schon. Wenn dann frieren für Hunger. Aber den Helm muss ich auflassen, sonst erkennt ihr mich ja nicht. Mhm. Wegen der Ballack. Wer trinkt von euch? Wegen der Ballacknabe habe ich auch nicht mehr geschossen. Okay. Dann behalte ich es doch auf. Ich habe die Weste aber ausgezogen, ne? Mhm. Ich? Die gibt aber Schutz, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, zieh ruhig an. Fürs Ende. Halt also weg. Jetzt weggebackt hier auf dem Hügel. Einmal mit Profis. Oder auf dem Schutthaufen hier. Hey. Das kriegst du keine Smarties. Was? Oh Mann. So, jetzt müsste eigentlich Showdown kommen. Ich hab weg.
Wisst ihr was, wir machen das wirklich. Wenn wir drei überleben sollten, ja, dann gehen wir so in Richtung der Orgas, stellen uns zurück an Rücken, so mit angelegten Waffen, und gehen wir auseinander. Und dann denken wir machen halt so einen Showdown. Ja? Und dann legen wir die Waffen hin, stellen uns hin und machen so gut. So, ich dachte, wir drehen uns um und erschießen die Orgas. Ich wollte gerade sagen. Alle disqualifiziert. So. Ja, guck mal, wenn wir drei Gewinner haben, haben sie nächstes Jahr auch wieder mehr Möglichkeiten, was daraus zu machen. Ne? Oder so halt, guck mal, ein Team hat endlich mal gewonnen. Und wenn sie schon Teams erlauben, dann sollten sie auch ein Team gewinnen lassen, oder? Wenn es möglich ist. Ey, vor allem muss jetzt langsam was passieren, meine Platte läuft wirklich voll jetzt. Das ist echt krass. Ja, meine Blase auch. Wieso, wie viel Platz braucht denn so eine Stunde Aufnahme? 260 GB. Alter. Ja, was für eine Auflösung nimmst du auf? Jeden FPS nimmst du auf, das ist die falsche Methode. Nein, ich nehme 30 FPS auf. Aber ich nehme halt auf 1980 auf. Ja, aber 260 GB sollte es trotzdem nicht brauchen. Also ich meine, so ein Film in Full HD, Blu-ray braucht so 30 moderne Filme. 4K HD braucht 200. Ja, das ist aber Source-Quali. Gerendert wird danach. Gerendert wird danach. Und dann sind die Dinge auch. Ab jetzt habt ihr noch 15 Minuten Zeit, die Kirche einzunehmen. 15 Minuten Zeit. Danke. Das Spielgebiet wird 200 Meter um die Kirche begrenzt. Okay, denkt dran, es kann nur einen Überlebenden geben. So, jetzt sag mal bitte, wer hat recht mit der Kirche? Wer hat recht mit der Kirche? Okay, dann sollten wir uns jetzt erstmal auf alles drumherum kümmern hier, ne, und so. Kirche? Nee, nur auf zwei Türen. Aber ihr habt gehört, ne? Gibt nur einen Überlebenden. Was machen wir nachher? Ja, und? Wie weit ist uns? Also, lass uns das mal durchziehen. Wir sind ein Team, wir gewinnen zusammen oder wir verlieren zusammen. Außer jetzt, die anderen Bären werden halt im Gefecht getötet, dann ist das andere. Mhm. Wenn mehr als einer von uns überlebt, dann gewinnen wir als Team. Sollen sie meckern? Bei mir tut sich gar nichts gerade. Ich kann mich nicht bewegen. Mach keinen Scheiß. Wer hat die Hexe angemacht? Oh, ich konnte mich eben die ganze Zeit nicht bewegen, ey. Voll mega leck. Habt ihr mich überhaupt gehört eben? Nee, ne? Nee, doch. Mann. Puh. Jetzt kommt der Sturm auf die Normandie. Am Eingang. Lol. Oh, 15 Minuten, Leute. 15 Minuten. Ja, was ist los, ihr Hübschen? Habt ihr die Eingänge wenigstens im Auge? Ja. Ich hab ja. Ja. Du den linken, sie den rechten und ich gehe dahin dann, wo einer reinkommt. Ja. Wobei ich fast sage, die kommen aus der Reihe rein. Gefühl. Ich würde sagen, Haupteingang kommen sie. Hauptstraße ist gefährlich. Kannst du von hinten gesniped werden durch die ganzen Ruinen. Ich bin voll ready. Die kommen ja halt mit dem Drumback rein oder mit dem 30er und wir haben nur 10 Schuss jeweils. Ne? Also ich habe noch 140 Schuss. Ja, ich habe auch nochmal 60. Und Smarties. Ich auch. 75er SKS Flammeck. Das wär's. Ich habe eine 74er mit Trommelmeck. Wenn, dann kommen sie alle auf einmal. Aber sie kommen natürlich beide. So. 10 Minuten noch.
So, dann los geht's, oder? Und die drei Camper da drin. Schweigen. Genau richtig. Nati, was geht? Du hast dich überlebt. Ey, ich hab dich verloren. Alter, ey. Ja, ich hab dich auch verloren, ey. Die hören uns. Ich hab die ganze Zeit belauscht, die hören. Ich auch, ey. Die kämpfen da zu finden, das ist der Wahnsinn, ey. Alten Camper. Lass uns stürmen, komm. Auf mini, mini, mini. Attacke auf die Camper hier. Seid ihr so leise auf einmal? Ihr habt doch ganze Zeit gelabert. Was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Ihr seid auf einmal so leise. Dafür seid ihr umso lauter. Die einen habe ich auf jeden Fall gehittet von den beiden da draußen. Hatte leider einen Helm auf. Kurzmessgerät würde jetzt total ausschlagen und mich in den Jordan befördern, Alter. Bin so mega angespannt. Bei dem Kurzschluss ist das gegangen. Ich friere das gerade extrem. Da ist ein Puls. Okay, die werden für uns. Da glaube ich auf die Leiche geschossen. Okay.
Sasra ist nach der Karo, glaube ich, nicht, und die Karo ist raus. Okay, eine Mosin. Aber wohin? Das kann nicht für uns sein. Alter, bin ich angespannt, Alter. Der letzte Gegner von uns ist dein Freund und das ist, glaube ich, die Mosin vor. Ja, ich hab's gehört, die Mosin, ja. Und das ist muss der letzte. Ja, ich denke auch. Letzte Gegner für Mosin. Das ist dein Freund. Sehr geil. Er muss hier reinkommen. Deine Mosin. Ja, weiß nicht. Zweitwaffe noch. Weiß man nicht. Ja, eine Pistole, mehr wird er nicht haben. Überhaupt, er müsste nach meiner Rechnung 2-3 Minuten noch haben. Die Schüsse kamen aber von rechts, ne? Ihr habt ab jetzt noch 5 Minuten Zeit, die Kirche einzunehmen. Ich wünsche euch viel Erfolg. 5 Minuten habt ihr noch. Ja. Bin nur unconscious. Ich bleib mal liegen. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Klang ein bisschen, als wenn er von rechts kam. Krasse Scheiße. Wie geht das denn bitte? Asrael, verbind mich, wenn du kannst, verbind mich irgendwie. Ich bleib mal liegen. Tod ist, ne? Was anderes. Ich bin noch unconscious, mal wieder. Oh mein Gott. Mosin-Schuss. Das ist krass. Durch den Busch, durch eine Leiche mich geholt, das ist krass. Okay, jetzt bin ich down. Wieder Platz 3. Oh mein Gott, Alter. Really? Jo, liebe Leute, da hat's mich dahin gerafft. Wisst ihr, was das Witzige an der Sache ist? Tatsächlich waren es nur noch 3 Spieler, also Asrael neben mir und der Weeper One. Weeper One schießt mich an. Ich bin unconscious, rennt, ich nehme mal an, in die Ruinen rein. Asrael erschießt ihn. Sofort tot und danach sterbe ich. Hat zur Folge, ich habe Platz 2. Ich konnte das gar nicht glauben. Aber aufgrund der Tatsache, dass dieser Schuss aus meiner Sicht ein Meisterschuss war mit der Mosin und er, so haben wir im Nachhinein erfahren, einen Großteil des gesamten Teilnehmerfeldes weggeholt hat, habe ich so gesagt, nee, also da trete ich gerne den zweiten Platz für ab. Er hat getroffen, gestorben wäre ich so oder so. Und das Reglement besagt aber der Reihenfolge nach, dass der zweite Platz mir gehört. Kurz gefasst, wir haben dann eine Einigkeit getroffen, dass Vibor und ich uns den zweiten Platz teilen, Kahu somit auf den dritten gerutscht ist. Und somit ist mein gesamtes Team, Asrael Platz 1, ich Platz 2 und Kahu Platz 3, komplett auf dem Treppchen vertreten. Mega geil, muss ich sagen. Und an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Sorry an Kahu. Als der Showdown ausgerufen war, die Schießerei begonnen ist, ist er mir vor die Linse gelaufen. Das heißt, ich habe meinen eigenen Kollegen über den Haufen geschossen. Aber ich habe die Ankündigung gemacht, wer aus in meinem Sichtfeld reinsneakt, hat eine Arschkarte und ich habe mich dran gehalten. Ich habe nur reagiert, Bewegung und habe gedacht, es ist jemand durchgesneakt und es ist dumm gelaufen, es tut mir leid, aber so habe ich wenigstens einen Abschuss, auch wenn es ein Teammate war. Ja, gut, an dieser Stelle nochmal ganz, ganz großen Dank an FriendlyDZ.
für die Server, an Koma-Nase, für diese geile Orga und sein 12-köpfiges Team, was, so habe ich erfahren, systematisch eingeloggt ist, weil es war ja ein 30-Mann-Server. Das heißt, seine Teams standen bereit an den jeweiligen Checkpointen, sind eingeloggt, nachdem der letzte Checkpoint geschlossen wurde und. Also richtig aufwendig und auch die Busfahrt und so weiter. Mega geil, mega geil. Kommen wir jetzt aber mal zum Eigentlichen, was das Fazit ausmacht. Es muss ja auch irgendwo einen Kritikpunkt geben und ich muss sagen, aus meiner Sicht war es der Tag-Nacht-Wechsel. Es war geil inszeniert, bei Tag zu starten und in der Nacht, also mit dem Bus zu starten, ne, und in der Nacht anzukommen, um dann bei Nacht loszulaufen. War ein richtig geiles Feeling. Problem ist nur dieser Tag-Nacht-Zyklus. Also alle halbe Stunde hat sich Tag und Nacht abgewechselt und wir hatten, glaube ich, während den gesamten Survivor Games viermal Nacht, viermal Tag. Und es ist mega anstrengend, wenn man als YouTuber oder als Twitcher nicht dran regulieren darf. Also ich musste mein gesamtes Licht im Umfeld ausmachen, um nachts überhaupt die Hand vor Augen zu sehen. Ihr habt es ja in meinen Aufzeichnungen auch gesehen am Anfang, ich reguliere ja oder habe für die Zuschauer mal reguliert hoch und runter. Wenn man aber dann davor sitzt, ist es tatsächlich mega anstrengend. Es geht auf die Augen und ich muss gestehen, es ist auch ein Nachteil gegenüber jenen, beziehungsweise jene andere haben den Vorteil dadurch, dass sie nicht streamen oder aufnehmen, den Gamma zu verändern. Es kann keiner kontrollieren, wisst ihr, was ich meine? Ich will niemandem was unterstellen. Ich hoffe, es haben sich alle an das Reglement gehalten. Keiner hat am Gamma gedreht und alle sind fair durchgegangen. Aber ansonsten muss ich sagen, ist es sehr, sehr, sehr anstrengend. Also ohne Gamma hochzuschrauben, fast unmöglich. Also ich habe mich auch wirklich nur auf die beiden Kollegen vor mir verlassen, dass das Gamma vielleicht von Natur aus heller war. Das waren meine Augen. Ich habe zwar unter anderem auch Kojan erspäht, also ich habe ihn ausgemacht, die Bewegung, trotz meines Gammas. Das war aber eher ein Glücksfall, weil ich ihn am Horizont habe laufen sehen. Wäre auf dem Feld gewesen oder zwischen den Busch, hätte ich nichts gesehen. Also insofern, Kojan, tut mir leid, ich habe dich erspäht, du wurdest von Azrael erschossen. Aber dennoch, ja, muss ich sagen, alles in allem rundherum perfekt. Wie gesagt, Tag-Nacht-Wechsel, maximal 2 Nächte für so eine lange Survival Games. Ich glaube, sie gingen am Ende fast 5 Stunden. Hätten absolut ausgereicht, auch allein der Augen wegen, es wäre ein bisschen schonender gewesen. Ansonsten muss ich sagen, freue ich mich einfach auf die nächsten Survivor Games und hoffentlich Platz 1, ey, so langsam wird's mal Zeit, ne? Wie, boah, du, sag du. Nimm das nicht persönlich, aber Mann, ey, ich hätte mit Azrael schon eine Lösung gefunden oder ich hätte Azrael einfach hinterrücks abgeknallt. Mensch, ich war so dicht am ersten Platz dran. Aber hey, es kommen neue Survivor Games und ich werde wieder mit am Start sein. Ich hoffe, euch hat natürlich gefallen, was ihr gesehen habt, auch die Uncut-Version. Die ja parallel dazu rausgegeben wurde. Ich weiß nicht, wer sie von euch gesehen hat, überhaupt generell, dass ich alles uncut rausgegeben habe. Ich würde mich über ein Fazit freuen, was rundherum von euch gestellt wird, über meine Aufnahme. Wollt ihr das nächste Mal einen Zusammenschnitt oder möchtet ihr es weiterhin uncut? Und freue mich über jedes Kommentar, jeden Like, Dislike oder was auch immer ihr gerade tun möchtet. Hauptsache Bewegung. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Ich glaube, Dienstag kommt diese Folge oder Mittwoch, ich weiß es nicht genau. Es sind ja insgesamt 10 Folgen geworden. Habe ich aber von Anfang an spekuliert aufgrund der Länge der Survivor Games. Und insofern habt eine angenehme Woche und wir sehen uns spätestens in der nächsten DayZ-Folge. DayZ wird jetzt wieder aktiv auf meinem Kanal kommen und auch in meinen Streams, ne? Und dann gehabt euch wohl. Tschüss.